Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge Bausimulator. Ich bin nicht allein dabei, wie ihr seht, rennt schon Markus und springt zu seiner Tiefleistungsmaschine. Hallo Markus. Hallo, Herr Komplex LP. Ja, was steht heute vor? Keine Ahnung, ich weiß selber nicht. Also, wir haben kurz vor Ostern. Nee, das Schwimmbad haben wir ja leider schon fertig gebaut. Mit Internetproblem. Nee, wir sind momentan ein schönes Familienhaus, wollen wir heute bauen. Also, das heißt eigentlich theoretisch nur Sachen holen. Dann noch, ich glaube, Weizen, glaube ich, auch noch. Nur Sachen holen. Also, theoretisch und einmal, ja. Also das heißt, die meisten Baustoffhändler, ich glaube, wir müssen dann einmal nur zum Sägewerk, aber das war's. Also einen sehr einfachen Auftrag, den sollte man sehr, sehr... Warte, können wir dafür den kleinen Turmdrehkran benutzen? Wir können Oder auch hat das Ganze keinen Kranplatz? Ich glaube, der Bau ist so klein, dass wir überhaupt keinen Kranplatz haben. Ich war noch nicht selbst beim Bau, war ich jetzt noch nicht? Warte, dann mach ich's schnell. Nein, wir haben keinen Kranplatz, aber vielleicht kommt er dann in späteren Etappen. Ja, wir haben nur 4 Etappen, sonst nehmen wir halt den oder wir können auch meinetwegen den großen Mobilkratz Plan benutzen. Wohin soll ich jetzt fahren? Soll ich zum Baustoffhändler oder machst du das oder? Ich würde vorschlagen, ich fahre zum Baustoffhändler. Ja, du hast ein bisschen mehr da. Du kannst mir aber schon mal sagen, was wir alles brauchen. Bei allen Etappen, dann kann ich das schon mal kaufen. Ja, warte, ich bin gerade unterwegs. Ja. Wahrscheinlich erstmal ein Gabelstapler für dich, ne? Nein, ich hasse den. Obwohl, bin schon lange nicht mehr den gefahren, von dem her lasst mir einfach. Also. Zwei Emierungseisen? Wir brauchen erstmal zwei. Also wir brauchen zwei Armierungseisen oder keine Ahnung. Ja. Zwei Zementsäcke. Ja. Dann brauchen wir zwei kleine Palettensteine. Also zwei kleine Ziegelsteine, Ton oder ja. Beton? Also Ton. Ton. Gut, dann. Okay. Halt Asphalt, also Bitumen, ein Stück. Ein Bitumen. Und ein Wallprimer oder so. Was? Ich hab's ja das Spiel auf Englisch. Ich kauf's erstmal ein. Schau ich selbst nach. Meine Güte. So. Aha, zwei Zementsäcke, ein Bitumen, eine Wandgrundierung. Ah, wahrscheinlich ist es Wandgrundierung. Zwei getrocknete Wandelemente. Trockenwandelemente. Ja, aber wahrscheinlich ist Dings. Und zwei Abwasserrohre. Ja, und... Ja, okay, das machst dann du. Was genau, die Lärche hol ich, die Schnitzel-Lärche. Ja, sollte alles sein. Ups. So, Gamebase ist immer noch nicht dabei wegen Corona. Ich bin Gabelstapler, Fahrer Klaus. Nein. Ich will dich einfach nur ärgern und dich an diese schrecklichen Ausbildungszeiten erinnern. Ausbildung? Ich hab noch Ausbildung. Aber ich mein, muss man den überall anschauen, diesen Lehrfilm, sag ich mal so. Nein. Und wo nicht? Wenn die Lehrer das einfach vergessen, das zu zeigen. Oh. Ja. Nee, ganz kurz, warum die Folge 48 am Freitag um 15 Uhr rauskommt und nicht am Mittwoch um 15 Uhr. Internetprobleme, paar Tage lang. Ich habe die Telekom angerufen.
Und Telekom erstmal Nackenklatsche gegeben. Ja, Telekom, ja, wollen Sie einen Zweijahresvertrag? Nee, ich kann den Vertrag jederzeit kündigen. Warum soll ich Zweijahresvertrag und warum soll ich jetzt einen Vertrag abschließen, obwohl ich erst Anfang des Jahres meinen Vertrag abgedatet habe und jetzt eigentlich kein Internet habe oder die Verbindung nicht mehr richtig funktioniert? Ne? Keine Ahnung. Ja, ist halt Telekom. Was genauso wie Zeugen Jehovas? Glauben Sie an Gott? Kann man Gott sehen? Kann man Gott? Was? Wie war's nochmal? Kann man? Also es ist ein Ding, wenn man es sehen kann, berühren kann oder was war's dann noch? Hat man Grundschulzeiten schon vergessen? Ne? Nee, das ist ja schon Chemie, wie du bist. Was soll ich schon wieder machen? Das ist schon wieder Chemie. Mit den Schmecken, fühlen, riechen. Ich meine, die Grundschultante wollte ja so einen pädagogischen Wert auf uns machen, hat immer, und wie findet man Nomen heraus? Kann man es anfassen? Ist halt, ist es ein Ding oder irgendwie so? Nomen! Nomen? Ja. Nomen kann man nicht anfassen, kann man Ja, nicht ich meine, dasselbe schmecken. ist ja mit Gott. Kann man den anfassen? Nein. Kann man den Weiß man nicht. sehen? Weiß Kann man man den nicht. sehen? Weiß man nicht. Aus oft sich Bildern. Ja, also 10 Gebote kein Bild von Gott machen, aber Gott ist ja dreifaltig und ich meine, Jesus war ja Gottes Sohn und angeblich konnte man Jesus sehen. Weißt du, das Erste, was ich machen will, ist in die Zeit zurückzureisen und Jesus persönlich zu treffen. Moin, na, wie geht's denn? Na, wie geht's der berühmteste Person der Ist ja Welt? einmal so, du wirst immer gekreuzigt und ich kann dir jetzt schon die ganze Bibel geben, da steht alles drin, was verfasst worden ist. Und nachher stellt sich raus, alles, was du gelernt hast in der Kirche, war falsch. Und dabei war Jesus kein Schreiner, sondern ein reicher Typ aus den 90ern. Aus den 90ern. Ja, aber alle denken, er ist so alt. Meinst du 90er vor Christus oder was? Ja, in den 90ern vor Christus, wo es noch das Future gab. Ja, Petrus habe ich ja schon mal. Ich war ja schon mal bei Petrus am Grab. Petrus war ja der erste Papst. Am den Grab war ich schon mal. Wow. Im Vatikan. Hast du den einfach aus dem Grab rausgeholt und mit dem dann ein Selfie gemacht oder was? Oder? Nee, das geht nicht. Irgendwie ist eine große Grabkammer im Vatikan mit Panzerglas vor und du stehst dann circa 5 Meter oder 3 Meter vor Petrus Grab. Also du kannst noch nicht mal Petrus sehen, weil es ist okay, sind eigentlich nur Knochen im Grab drin. Oder Aber überhaupt gar nichts? ja, eigentlich sind nur Knochen drin, aber die kannst du noch nicht mal sehen. Vielleicht verheimlicht es ja das Museum, vielleicht ist da gar nichts drin. Ich war am Grab von Clemens der Fünfte, der nur 3 Tage Pastor war, war ich ja auch. Und bei Johannes Paul. Aber das Grab soll ja echt sein, von Johannes Paul der Zweite. Sagt dieser Gabelstapler, der ist so verbuggt. Ich kann überhaupt keinen Gabelstapler fahren. Ich dachte, du arbeitest als Handwerker, da muss man noch alles können. Ich bin nur Elektriker. Ja, und trotzdem, handwerklicher Beruf, da muss man alles können. Nee. Denkst du nur, weil ich Handwerker bin, kann ich jetzt irgendwie ein Haus bauen? Oder? Ja, ein Teil wenigstens davon. Ja, ich installiere das Haus. Genau. Google Play Store, installieren Sie jetzt Ihre Wohnung. Nee, teilweise, es gibt
Im Google Play Store gibt es eine App, die heißt Gira Konfiguration. Warte, einen Moment. Ja, auf jeden Fall, der ist Gera Configuration und die ist halt dabei, dass man halt, wenn jetzt man, sagen wir, du hast jetzt eine neue Wohnung, ne? Oder du hast mal eine Wohnung. Ja. Und, dann komm ich wegen Schalter und so und will und sagt sie, ja. Welche hätten sie denn gern? Und, oder, sagen wir mal, Hans Günther. Ne, Hans Günther? Weiß ich nicht, ob der jetzt reinweisen möchte, und welches, und weil Gera hat so und so viele Systeme. Und mit dieser Configuration App kann ich dann virtuell zeigen, wie die Steckdosenschalter und Kombination auf der Wand aussehen. Und die App gibt's im Google Play Store. Und die kostet 120 Euro. Nee, die ist gratis. Hole ich mir sofort. Ja, die kannst du nicht benutzen, weil du brauchst noch Post-its von Gera und dann kannst du die jetzt richtig benutzen. Das heißt, hier wird schon so ein Post-it auf einer Kuhdaun klebt, kannst du auch einen coolen Shutter machen. Virtuell natürlich alles, ne? Aber das Beste ist auch Smart Home. Schaltet ihre Heizung für sie ein. Und dabei ist Smart Home einfach nur ein billiger Trick von der Regierung, damit die Leute mehr Geld für Heizkosten und so. Nee, eigentlich nicht. Du kannst, teilweise kannst du ja sogar schon Smart Home mit Siri steuern. Ey Siri, steuer Smart Home für mich und sagt der, sie soll meine Heizung aufdrehen. Ja, es geht. Okay, Siri, stelle Heizung auf, oder stelle das Licht auf lila, sage ich jetzt mal, ne? Ja, dann stellt die das Licht auf lila für dich. Ich habe schon jetzt keinen Bock mehr. Hä? Wo ist die Ladung hin? Ah, lol. Da steht sie ja. Ich habe Alles gerade eine La kaputt gemacht. Ich habe die Ladung gerade zum Mars und zurückgeschickt. Ah. Und wie ist es so als Azubi, sag ich mal? Ja, wir haben immer nur Arbeit, 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 Arbeit. Ich mach dir die Drecksarbeit. Nö, da bin ich ja raus. Ja, stimmt, du bist ja schon im letzten Jahr. Im letzten Lehrjahr. Oberstift bin ich. So. Erstmal gehen Grüße raus an. Lass mich mal in die Kommentare schauen. Oh. Niemand will gegrüßt werden, komischerweise. An Hans-Peter gehen die Grüße raus. Nee, aber ich bin. Es gibt ja Gesellen, die sagen ja, ha, ich bin, oder es gibt ja Azubis, ne? Die lassen ja auch noch im letzten Lehrjahr lassen die so Drecksarbeit alles den neuen Gesellen machen, ne? Ja. Ich bin so einer, ich mach immer auch noch im letzten Lehrjahr die Drecksarbeit. Wenn ich Bock hab. Oder wenn ich sehe, naja, ist doch nicht so doll, dann. Können wir auch an, wie Geräte momentan sind und wie viel wir machen müssen. Am schlimmsten sind immer Stützestämme. Aha. Stützfräse und dann die Arbeit. Kann ich total scheiße finden. Hast du eine Absaugung dran, ne? Und wenn dann die Absaugung abfällt, ne?
Vom Staubsauger, ey, dann gießt den ganzen Bosch in deine Fresse. Dann so Mini-Sandsturm in your mouth. Ja. Gab ja auch mal, wir sollten auf dem Dachboden mal Kabel ziehen. Bloß mein, Unterstift. Der hatte keine Handschuhe dabei. Ich so, hier, was meine? Weil Glasfaser wolle und dann ohne Handschuhe ist auch scheiße. Und warum? Aua oder anderen Grund? Ja, also es brennt nachher nur noch tierisch. Au, oh, okay. Ja, oder juckt eher. Also als wenn du jetzt irgendwie. Also wie Omis Pullover, den man eh nicht haben will. Ja, weiß ich jetzt nicht. Irgendwie ist. Also ungefähr so wie Mückenstich kann man, glaube ich, besser sagen, ne? Aha. Aber die neue Glasfolie geht. Eine Frage, Conny. Du hast ja gesagt, um 16.30 Uhr musst du ja gehen. Wir überziehen schon. Ach. Was? Gehst du jetzt auf oder? Circa! Circa, meine Güte! Und ein circa. Ich sag mal circa. Circa, ich meine, ich warte ja noch auf. Ich hab gesagt, circa, wenn natürlich meine Schwester noch nicht da ist. Dann dauert das noch. Ne? So. Und Ostern schon was vor? Ja, zocki, zocki, zocki. Ich habe eh nichts anderes zu tun. Keine Verwandten besuchen? Ah ja, das darf man ja nicht. Ausgangssperre. Skypen, Telefonkonferenz. Ja, Skypen ist so out. Ja gut, WhatsApp, Videoanruf. Hallo, Ostern! Weißt du, ich frage meinen Vater, ob er mir eine 50er Steamy-Card geben kann, damit ich mir mal gute Sachen für den TS holen kann. Bausimulator. Wann kommt eigentlich der neue Bausimulator raus? Gar nicht. Oh Mann, oh. Wieso du hast nicht? Du hast doch schon deinen VR-Bausimulator, den du in echt erlebst. Ich will einen neuen Bausimulator haben. Bausimulator 2020. Aha. Weißt du, was irgendwie lustig wäre, wenn es da so Funktionen gäbe, wie wenn man Beton gießt, dass man da halt in dieser Luftdruckpumpe oder so, keine Ahnung wie die heißt, diesen Beton halt von Blasen befreien muss, du weißt schon. Ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Mhm. Oder dass man auf den Betonkübel aufsteigen kann und den manuell aufdrehen muss. Oder wenn die Fahrzeuge das nicht mehr dreckig werden. Was? Oder die Fahrzeuge das nicht mehr dreckig werden. Ja. Wow. Oder was auch noch schön wäre ja, oder wenn. Landwirtschaftssimulator 2021 kommt noch nicht raus, ne? Was? Ich weiß. Ja, ich wahrscheinlich gehe ich so auch mal auf die Gamescom und schau mal nach. Halt! Aber nein, nein, also Astragon hat gesagt, sie wollen sich jetzt mehr auf Addons konzentrieren für den FS 20, 9, also für den 19er LS. Ja. Anstatt jetzt wieder einen neuen rauszuhauen. Ja, es wäre schlauer, einen neuen rauszuhauen und da schon die Verbesserung mit Addons doch gleich schon mitzugeben. Sie wollen halt mehr Geld machen, ne? Ja, dann kannst du das besser doch, sagen, okay, wir machen jetzt hier, 20, wir holen es uns, machen jetzt von 20, 21,
machen wir für ein bisschen Add-ons rein und verkaufen das Spiel für, also keine Ahnung. Also das Spiel kostet allein schon so 60 € und jedes Add-on kostet 20 €. Und wir machen und wir hauen 10 Add-ons raus. Also wie viel Euro hat man dann? 10 mal Keine Ahnung. 20 sind 200. Plus 60, 260 Euro. Darauf hätte ich Bock. So, wie viele Menschen spielen ungefähr? Bausimulator? Oder Landfischer? Was? Wie viele Leute spielen ungefähr Landfischer-Simulator? Very much. Okay, sagen wir mal 6 Millionen. Okay, Google. Oh. Was ist 2 Millionen x 260 Euro entsprechen 1 Milliarde 560 Millionen Euro. Also ich glaube, das ist genug Geld, ne? Eine Milliarde 560.000 Euro? Und jetzt sind wir noch so eine Palette zwischen zwei Regalen. Wo bist du? Ich helfe dir. Ich verzweifle hier. Wo ist denn die Palette zwischen zwei Regalen? Ich hab gefragt, willst du es gar nicht haben? Nein! Hier, Herr, hier. Der kriegt man noch raus. Nein, eben nicht. Ich habe schon geschafft, den Gabelstapler hier in das Regal reinzubekommen. Das schaffe ich sogar noch. So, solange ich hier meine Runden drehen mit dem Gabelstapler. Oh, ich drehe hier meine Runden. Guck mal hier. Ja, bitte auf den Auflieger, ne? Ich meine, was wir in der nächsten Folge machen, haben wir ja schon, haben wir ja schon nachgedacht, ne? Weißt du noch, was wir in der nächsten Folge machen wollten? Stimmt. Also wir machen ein Oster-Livestream, wir machen ein Kettenrennen. Nee, Osterleistung machen wir wahrscheinlich erstmal nicht. Mal schauen. Oh, ich wollte es als Livestream machen, ne? Also. Aber nee, wir machen ein Kettenrennen, wir schnappen uns den Kettenbagger und machen ein Kettenrennen vom neuen Firmengelände bis zum alten, damit wir die Errungenschaft schaffen, 10 Kilometer mit einem Kettenfahrzeug. Ja, es ist. Es. Hä, gibt's noch nicht mehr? Oder keine Ahnung, wie viel das sind. Fahr Also. erstmal zur Baustelle, ich schau mal ganz schnell nach bei meinem Steam-Account eben. Stünden. Frage 5 und Frage 10 haben wir noch. Also 10 Kilometer wollen wir, hast richtig gehabt. Wollen 10 Kilometer fahren. Und ich sag mal so, den Weg, den wir fahren, ist egal. Also man kann hier ist das Eisfeld, voll neu viel Gelände, viel Gelände Stadt. Und wir müssen hier hinten hin. Natürlich könnte man sagen, okay, ich fahre über den Tunnel. Meinetwegen. Oder man nimmt die Bergstrecke am Kieswerk. Oder über Autobahn oder Landstraße, ist uns eigentlich ist egal. Hauptsache, man wird Aber stabil. theoretisch müssen wir dieselbe Strecke nehmen und Gaming Base dann sozusagen als Begleitfahrzeug. Ja, aber der kann doch nicht spielen. Ich meine, ich Und kann, oder ich mache für diese, oder ich mache für diesen Folge einmal den Verkehr aus. Wo bist du? wirklich. Junge, du fährst so einen Auflieger.
Muss mich denn lotsen? Halt! Lass mich fahren. Gut, Dann das bis zur war's für diese nächsten Folge. Folge. Genau, ist leider kürzer geworden, aber wie gesagt, ich wünsche euch frohe Ostern. Wir sehen uns das nächste Mal oder am Ostersonntag mit einer neuen Folge. Lasst euch das Tschüss.